Oha. Oh, nee, nicht schon. Das ist das Ding mit den Brennenden, ne? Hier müssen wir auf jeden Fall alles kaputt kloppen, was irgendwie an Figuren ist. Oh, ja. Weil alles, was wir nicht kaputt kloppen, fängt an zu brennen. Irgendwann. Und greift uns an. Jagt uns im Heidenschrecken ein, so. Ja, ja. Schlechter Viertel sind wir jetzt. Mhm. So, ich guck mal ganz kurz. So, da sind wir jetzt. Ja, ich weiß, dass ich nicht reisen kann. Hier sind wir. Okay, na gut. Okay, gehen wir weiter. Ne, niemals auf die roten Fässer hauen. Schon warm hier, ne? Ein bisschen. Hä? Alles gut, ja, hat bloß eine, ja, hat bloß einer sich beschwert. Oh, warte mal ganz kurz, kommen wir dann auch rüber? Hier irgendwo müssen wir, glaube ich, rüberspringen. Komm, willst du nochmal zurückkommen? Ich höre irgendwie eine Stimme, das hört sich so an, als wenn der eher unsere Hilfe braucht, weißt du? Ja, ja, deswegen sage ich ja, wir kommen hier, aber komm mal bitte nochmal zurück. Vielleicht ist hier irgendwas, wo wir da rein können. Nee, wir müssen bestimmt rumlaufen, denke ich mal. Bestimmt auf der anderen Seite im Innenhof oder so. Ja, ja, wir müssen bestimmt rumlaufen, komm. Okay. Ich bin sicher. Sieht jetzt aber nicht so aus, als wenn hier irgendwo was reingeht. Das ist wahrscheinlich nur der Typ, den man schon hört, weißt du? Mm. Na gut. Da hinten hängt er doch. Der hängt? Der hängt da hinten, siehst du? Oh ja, mhm. Alles klar. Ja, ja. Das, was wieder ist, ist dort. Oh, ich höre schon wieder hier einen. Hast du gehört? Ja, hau die mal lieber kaputt, weil wenn die sind nämlich mit Öl übergossen. Und wenn du die anschießt, dann fangen die an zu brennen, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Hau mal lieber mit deiner Keule. Ach du Scheiße, hier. Der Schlechter vom Bakersfield hier, komm. Oh ja. Ach du Scheiße. Ich wechsle mal die Waffe. Hat den gar nicht beeindruckt. Nee. Den Schlechter. Der ist tot. Ah, ich glaube, ich. Warte mal, habe ich meine Sphäre noch? Ja, habe ich noch. Okay. Die muss ich nur ausrüsten. So, da sind wieder welche. Die sollten wir aber auf jeden Fall nicht anhitten. Mhm. Sondern die sollten wir kaputt kloppen. Haben wir hier gehört? Ich muss einmal gucken, hier, ob ich die Map komplett aufsetze. Na hier, sind mir nicht alle rot. Ja. Ich hol mal das lila Item hier. Ja, mach so, das. So, nehmen wir das Robusten. Sehr gut. Also ein paar Leben davon, ne? Ja, 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 auf alle Fälle. Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht mehr auf der Map. Ich bin da. Ich bin hier unten. Ah, da. Okay, dann gehe ich auch nochmal hoch und decke das auf. Ring der Robusten. Genau. Gucke ich mir kurz an. Mhm. Was kann der? Erhöht maximale Gesundheit um 10 und Rüstung um 20. Oh, das ist gut, ne? Ja. Was ich glaube, das muss ich aus. Erhöht den Gesamtschaden. Das war alles ganz gut, was hier ist, ne? Da mache ich lieber die Mod-Energie weg, glaube ich. Man weiß es immer nicht so genau, ne?
So. So, ich mach mal einen Wickler hier. Mhm. Ah, er erhöht aber nicht die Gesundheit, ne? Das ist dann okay, nur irgendwie was. Gehen wir es an. Schon echt eine geile Welt, ey. Ach, scheiße. Vorsicht, Vorsicht. Was denn? Ah, ich hab hier auf so einen Typen geschossen. Ah. Das hätte ich nicht tun sollen. Okay. Und ich glaube, es kommt wieder was Dickes, ne? Zumindest war die Tröte des Angriffs auf jeden Fall am Start. Hörst schon. Ah, ich kann nichts mehr tragen. Komm mal hoch, genau. Ja. Ja. Och du Gott, der steht direkt vor meiner Nase. Ich werde den mal mit so einer Sphäre hier. Alter, die haut aber auch zu, ne, die alte... Mistratte? Alte Ratte, ja. Das war übrigens in letzter Sekunde, ne? Was? Das willst du mal einen Heil-Heil-Dupsi auf den Boden ballern? Ah, hier. Ja. Oh ja. Alter! So, kurz einen Punkt ausrüsten hier. Einen Eigenschaftspunkt. Ja, gute Idee. Mhm. Vitalität. Denke ich mal. Den werden wir auch voll machen. Sehr schön. Ja. Hier unten ist ein. Komm mal her. Hier ist so ein Abflussgitter. Ah ja. Nee, nix. Nee, ne? Nein. Warte mal, hier ist was, was ich aufdecken muss, einmal ganz kurz. Ja, ich gehe hier rum. Mhm. Einmal ums Feuer rumgesäbelt. No. Ich überlege mal die ganze Zeit, ob das cool wäre. Ich muss mal gucken. Ne, wir müssen erstmal hier hinten noch. Ja, eine Sache oh, ist da. Oh, Alter, was hab ich jetzt hier auch wieder bekommen? Aber da müssen wir auch wieder eine Leiter hoch hier irgendwo. Ich überlege mal, ob das cool wäre, wenn jemand was aufdeckt, dass das für den anderen auch aufgedeckt ist. Wäre ja, das cool oder wäre das nicht cool? Das wäre nicht cool, weil ich glaube, die möchten, dass jeder die Erfahrung hat. Weißt du, was ich meine? Ja, drauf schießen ist echt schlecht, ey. Doch, hier müssen wir was machen. Ach, guck mal. Ah ja, Räume. Oh, da kommt der hoch. Warum geht der runter? Ah, warum geht der runter? Kommt der hoch? Nee, ne? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nein, es nee. Doch, da kommt er hoch! Nicht nachlassen. Warte, ich knall dem mal so ein Ding dahin. Wo ist er? Wo ist er denn? Ah. Mal, ich geh nochmal rüber auf die andere Seite. Hört doch mal ab. Ja, vielleicht. Kann sein, dass das so ist, ne? Weil ich denke mir halt immer so, ja, aber wenn dann kann der eine das ja schon aufdecken. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut, weil vielleicht sieht der eine ja irgendwas nicht. Ja, was eben, dann der eben, andere eben. Sieht, weißt du?
Ich brauche definitiv, wenn wir jetzt gleich die Möglichkeit haben, irgendwo an einen Stein zu gehen, muss ich das machen. Ich brauche noch Munition. Ja, machen wir. Oh, hier ist ein dickes Kanalrohr da unten. Da müssen wir, glaube ich, hier runterlaufen. Oder erstmal hier mal hoch. Okay, da müssen wir runter. Das müssen wir uns merken. Ja, ich glaube, ich habe einen Geheimgang gefunden. Ja, ich komme zu dir. Alles klar, gut. Ja, das ist... Bist du bereit? Ja, klar. Nicht runterfallen hier. Nee. Oh. Geil. Ah ja, hier, guck. Ring der blutbeschmierten Schweineköders. Aber war das das, was wir da eben gerade sehen? Ja. Okay. Kommst du da nochmal lang? Ja, hier geht's anscheinend noch weiter. Riechst du das? Ja. Oh. Ich riech das auch doch. Warte mal, ich will mir ganz kurz mit den Schweineköderring angucken. Ja. Schweineköderring. Was kann der denn? Nachladen gewährt 25-50 Mod-Energie für beide Waffen, abhängig vom Mod-Prozentsatz des nachgeladenen Magazins. Oh, klingt auch erstmal gut, ne? Ja. Was macht man dafür, ey? Ich weiß es nicht. Komm, wir nehmen mal den hier. Nehmen wir mal den hier raus. Mhm. So, hier ist eine Tür, ne? Also hier, oh, ist noch eine Tür. Hier ist ein Hebel. Okay, zieh den Hebel. Wahrscheinlich die Tür hier. Oh ja, oh ja. Alter! Leck mich doch am Arsch! Boah, Alter! Alter! Oh Gott! So, ich will jetzt hier mal meine Energie-Dings hier aus. Mann! Ach, kann ich gar nicht! Aber ich kann das hier machen, warte. Hilfe! Oh, ich hab keinen Gewinn. Oh, ich bin... Nee, du bist nicht tot. Mach keinen Mist. Hat hier der Klon, ne? Oh, ich bin tot? Nein, bist du nicht. Doch, bin ich. Warum? Das ist scheiße. Ja, dann bin ich auch gleich tot. Nein, ich kann's nicht. Doch, du musst besser sein. Nein! Ich hab ja noch Zeit. Du überlebst. Nee, auf gar keinen Fall überlebe ich. So, jetzt! So! Schnell zu mir, schnell zu mir, komm, schnell! Ja, ich komme, ich komme! Komm! Ja, los! Ich komme! Sehr geil, danke schön! Oh, herrlich! Meine Güte! So, warte, bevor du jetzt da durchgehst, erstmal ganz kurz gucken, was wir hier gekriegt haben. Und hier noch Sachen einsammeln. So, also, wir haben einmal windende Wunden bekommen. Das klingt doch schon mal gut. Ja. So, und dann haben wir Nahkampfschaden bekommen, das klingt auch gut. Oh, hier, was? Erweckungsprediger. Okay. Vielleicht können wir dann auch so einen Typi erwecken. Das wäre ja geil. Ne? Gucken wir uns das mal an. Cool. Also, wir haben jetzt den Erweckungsprediger. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der man selbst wiederbelebt und wieder... Oh, das ist nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht. Wenn das voll ist, ist man auf 50%, wie man wiederbelebt wird. Also doppelt so schnell. Das ist gut. So, und dann haben wir hier noch was bekommen. Windende Wunden. Erhöht den Fernschaden mit dieser Waffe. Blutende Ziele. Okay. Na gut. Mhm, warte mal. Das kam aber wirklich jetzt gerade unverhofft. Absolut. Aber unverhofft kommt ja oft, ne? Ja, absolut. So. So, magst du noch mal einen auf den Boden knallen? Ja, klar. Super. Gut, dann durch, oder? Mhm. Zu. Das wär's, ne? Ist aber auch so geil, ne? Da ist da so eine Tür und dann denkst du, dahinter kommt bestimmt ein Endboss und dann kommt der davor. Ja. Unfassbar. Aha, warte mal. Hast du noch was gefunden? Nee. Tja. Tja. Ah, hier ist eine Leiter. Ach, wie so aus, als wenn hier noch was ist, ne? Wo mit dem Loch. Mhm. Geil. Also wirklich super. Ja, mega. Ne? Meine Güte. Mhm. Ah, jetzt sind wir wieder raus aus dem Ganzen, ne? Ja, Schlamasse. Das ist gut. Das ist gut. Dann gehen wir nachher weiter, würde ich sagen, oder? Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Ja, ja. Alter, krass, was wir jetzt gerade alles aufgedeckt haben hier, ne? Naja. Oh, hier ist ein Checkpoint. Geil. Komm, lass uns da mal rangehen. Ganz kurz hier nochmal. Ah ja, siehst du, da unten waren wir jetzt gerade. Den Heil gebraucht. Ah. So, hier liegen überall so eine halb verwesten Höllenviecher rum, ey. Oh, ah, hier, guck mal, da ist der Typ. Guck mal. Ah, ja. Warte mal. Was genau passiert hier? Ah ja, okay. Oh, warte mal, stopp. Warte mal, lass mal. Was denn? Nee, der hätte das Ding hier angezündet. Ah, okay. Oh, der hat das Ding hier angezündet. Kann man das hier abschießen? Alle Durchgänge sind übrigens. Ja, ja, ich denke mal, wir müssen hier. Jetzt brennt der aber. Kann man den nicht irgendwie retten? Kann man nicht retten, ne? Ist er tot. Vielleicht hätte man das verhindern müssen, dass die den anzünden, weißt du? Ich denke mal, ja. Oh, hier ist ein Kettensägenmann. Ich komme. Schattenhaut! Oh, heute ist aber Tag der Karteneinsammlung, wa? Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es geschafft. Ja, geht. Typ ist trotzdem tot. Ja. Mit den Gang gerettet, ey.
So, hier geht's raus. Ah, hier ist noch eine Truhe. Na, was wäre jetzt gewesen, wenn man den gerettet hätte? Das hätte mir hätte. So, weil das war jetzt der Level, ne? Weiß es nicht, ja. Aber hier hinten ist nochmal so ein... Was quiekt denn hier, sag mal? Die Viecher. Da ist zum Beispiel eins. Sind noch diese... Hier sind noch diese Hunde drin. Ja, aber mehr ist jetzt hier nicht zu holen. Ich denke mal, das wäre wahrscheinlich unsere Aufgabe gewesen, den irgendwie zu retten. Meinst du? Ich vermute mal, weil hier ist sonst jetzt keine... das war der Level, also hier ist sonst jetzt nichts mehr, weißt du? Ja, okay. So, kommen wir jetzt hier irgendwie raus, sag mal? Hier hinten kann man zu mir. Warte. Was sind wir tun hier? So. So, dann müssen wir jetzt wieder rumlaufen wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Wir müssen jetzt die andere Seite aufdecken, oder? War doch so, oder? Ich glaube, wir haben das alles aufgedeckt auf der Map, oder nicht? Ich guck gerade mal. Da hinten ist noch... Ja, tatsächlich, ist alles aufgedeckt. Na dann los. Dann gehen wir ja nicht erst an Stein ran, weil macht keinen Sinn. Oder dann müssen haben wir noch was tun hier an dem Typen hier. Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen nochmal hin nach. Ich vermute, wir hätten das echt verhindern sollen, dass der angezündet wird, ne? Aber... Ich dann auch zu spät gerafft und ich konnte ja leider auch nichts kaputt schießen an diesem Ding hier. Ja. Die Schweinchen sind das. Ja. Die hier quieken. Ja, dann müssen wir, glaube ich, weiß ich auch nicht, müssen wir jetzt, glaube ich, zurück. Warte mal, warte, guck mal, hier ist was. Gucken, kann man das kaputt machen? Ach, guck mal, was ich jetzt machen kann mit meinem... Hast du schon gesehen? Schau mal, hier, ich habe eine neue Fähigkeit, pass auf. So. Hui. Der wirbelnde Derwisch. Ja. Hältst du einfach dann gedrückt, oder wie? Ja, genau. Geil. Kannst du damit auch laufen? Warte. Ja. Cool. Ja, dann wisst ihr Bescheid. Ich denke, als nächstes mache. Pioretten drehen. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir doch mal zurück. Willst du zurückreisen? In unser Lager. Ja, hier ist eh vorbei jetzt in dem Level. Ne, wir reisen mal zurück in unser Lager und gucken mal, was wir so aufrüsten können. Na, wir haben ja auch eine Menge Zeug eingesammelt. Eben. Und dann können wir nicht danach wieder dahin reisen, wo wir hinwollen, weißt du? Dann müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen und haben dann gleichzeitig auch das erledigt. Macht Sinn. Ich schätze mal, hätten wir den gerettet, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwas bekommen dafür, was wir jetzt nicht bekommen, vermute ich mal. Okay, ja. Yippie, du bist zurück. Ja, was kann ich für dich tun? Was ich für dich tun kann? So, hier kann ich auf jeden Fall einiges aufwerten, aber ich werde erstmal... Kann man was herstellen bei der? Nein. Mach dich vom Acker, Fremdling. Aber ich werde mal... Oh, mach dich vom Acker, sagt sie nicht. Ich werde mal meine Waffe mal ein bisschen höher. Hm, mach ich auch. Die geht nicht. Warum eigentlich nicht? Geschmiedetes Eisen habe ich zu wenig. Aha. Du weißt, so, wo du mich Eisen. Findest. Ich glaube, ich nehme mal hier. Ich nehme mal den hier. So.
Gut, dann weiter geht's, oder? Ja, ich würde sagen, let's go. So. Ich glaube, das war's doch aber jetzt, oder? Ich meine, wir waren unten Zuflucht des Orakels. Das war die Oma, da waren wir komplett durch. Ja. Armenviertel, da waren wir auch komplett durch. Ja. Schlechter Viertel, da waren wir gerade, da waren wir auch komplett durch. Ja. Der zeigt uns immer noch den Missionsmarker hier bei Hof des Palastes an. Ja, dann lass uns den Typen machen jetzt. Dann machen wir den jetzt platt. Wir gehen jetzt zu ihm und sagen, ey, pass auf, wir haben hier nicht gefunden, so nach dem Motto, weißt du? Ja, ja. Er wollte bloß, dass wir jetzt zwischendurch sterben. Wahrscheinlich. Oh, jetzt ist bei mir wieder rot hier. Verrückt. So. Guck mal, ich meinte, achso, hier haben wir hier jetzt ein Item. Ein Item für hier haben wir nicht, wa? Versuch's mal. Nee, leider nicht, nein. Ja, und wir sind ja auch schon durch jede Tür durch jetzt, ne? Alles ist schon aufgedeckt, alles ist gelb auf jeden Fall. Ja. Ne, und da ist der Missionsmarker, also... Na denn. Aber hier steht, du betrittst den Palast der Glückseligkeit. Ich weiß es nicht. Guck mal, bei mir ist das alles wieder rot, bei dir auch? Nee. Komisch. Ich schätze mal, das ist ein Bug. Von wegen, weil ich der Leader bin, vermute ich mal. Ah, wahrscheinlich. Gut, dann gehen wir jetzt hier rein und hauen ihn um, oder? Nein, ich würde sagen. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was wir noch machen sollten. Na komm, dann nicht lange schnacken. Bevor wir den jetzt reingehen, ich werde mal diesen anderen Heilkreis machen. Ja? Ja. Weil denn, wenn du irgendwo bist, dann kann ich von Weitem auch das auslösen. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. So, und wir gehen auf jeden Fall hier nochmal an den Checkpoint ran. Ist ja auch sehr verdächtig, dass hier ein Checkpoint ist vor einem Gegner. Ne? Also. Ja, definitiv. So, okay, gut. Ja, brauchen wir eigentlich nicht, aber machen wir trotzdem. Ja,